Hallo und herzlich willkommen zur Industry Forward Expo. Ich bin Dana Neitzke vom Publish Industry Verlag und ich bin heute Ihre Moderatorin für diese Session mit dem Titel Guided Changeover Solution, geführter Formatwechsel in der Fertigung, einfach und verlässlich. Als Speaker habe ich heute gleich zwei Personen bei mir, das ist einmal Stefan Langer, Head of Application and Market Development und Ellen Wohlfahrt, Strategic Incubation Manager, beide von Balluff. Hallo Stefan, hallo Ellen, schön, dass ihr da seid heute. Hallo. Ja, hallo zusammen. Und das war es dann eigentlich auch schon wieder von mir. Damit habe ich jetzt Sendepause und Stefan Ellen, eure Bühne. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Guided Changeover Solution. Sag mal, Ellen, die Lösung ist ja speziell für die Formatverstellungsaufgaben gedacht. Was ist denn eigentlich das generelle Problem bei der Formatverstellung? Ja, wir haben mit vielen Kunden darüber gesprochen, wo ihre Herausforderungen liegen. Und gerade bei der manuellen Formatverstellung, wo Menschen tätig sind, passieren eben immer wieder Fehler. Es kann sein, dass falsche Tauschteile eingebaut werden oder die falschen Längen, Höhen, Breiten eingestellt werden. Und das ist natürlich ein Problem, denn wenn das auffällt, muss das Band wieder gestoppt werden, der Fehler muss behoben werden und man verliert wertvolle Produktionszeit. Und kann das auch Auswirkungen auf das Produkt selber haben? Ja, selbstverständlich. In dieser Zeit kann man natürlich Ausschuss produzieren. Ein Kunde hat uns berichtet, dass er es eine Zeit lang nicht bemerkt hat, wenn er eine falsche Etikettenrolle eingelegt hat. Erst wenn die Linie einmal durchgelaufen war und die Flaschen am Ende herausgekommen sind, wurde das bemerkt. Das heißt, er hat in dieser Zeit, das war etwa eine halbe Stunde, Ausschuss produziert. Und die Einstellungen bei so einer Formatvorstellung, wie werden die denn heute gemacht in der Anlage? Ja, eigentlich ganz erstaunlich. Zum Teil werden immer noch Lineale verwendet, die angebracht sind oder einfach direkt mit Stiften Markierungen angebracht. Und die sind natürlich nicht 100% genau. Und die neben der Justage, neben der Einstellung von den einzelnen Komponenten, gibt es sonst noch Schwierigkeiten bei der Formatvorstellung? Ja, also nicht die Formatverstellung selber, sondern zum Teil auch das Hochfahren der Linie ist eben eine Schwierigkeit, weil die Formate, die Höhen zum Beispiel nicht komplett exakt eingestellt worden sind. Die nötige Feinjustage kann zum Teil sogar länger dauern als die Formatverstellung selber. Das ist aber nicht das einzige Problem unserer Kunden. Es besteht immer die Gefahr, dass einzelne Arbeitsschritte vergessen werden. Das ist natürlich ärgerlich. Das müssen nicht unbedingt nur Einstellungen sein. Teilweise gibt es ja auch Reinigungsschritte im Prozess und die müssen auch durchgeführt werden. Wir haben gesehen, dass viele Kunden auch Checklisten verwenden, wo wirklich jeder einzelne Arbeitsschritt abgehakt werden muss. Ganz schön viel Papierkram. Und aus Kundensicht, was gäbe es denn da für Möglichkeiten der Optimierung von solchen Formatverstellungsaufgaben? Man kann Maschinen natürlich vollständig automatisieren. Das ist natürlich dementsprechend teuer und nicht jeder möchte so große Investitionen tätigen. Wir wissen, dass viele Maschinen sehr lange verwendet werden, 20, 30, ja zum Teil sogar 40 Jahre laufen und die Kunden eigentlich mit den Maschinen zufrieden sind. Und die haben jetzt eben den Bedarf, diese Maschinen zu optimieren, nachzurüsten. Und genau für so eine Nachrüstung ist ja auch die Guided Changeover Solution gedacht, ja, genau. Dass man sie in solchen bestehenden Applikationen einsetzen kann. Und das wollen wir heute auch mal so ein bisschen demonstrieren. Hier als erstes mal ein kleiner Einblick schon mal, wie diese Software, diese Lösung aussehen könnte. Das ist ein Operatorbereich, den wir hier sehen, während der Formatverstellung. Man sieht also, dass der Bediener Schritt für Schritt durch die gesamte Formatverstellung geführt wird. Er sieht also immer, welche Aufgaben noch zu erledigen sind, was noch gemacht werden muss innerhalb der Formatverstellung. Das Ganze kann noch unterstrichen, noch angereichert werden mit Produktbildern, mit Applikationsbildern, die nochmal genauere Hinweise geben sollen, was eingestellt werden soll, wo das eingestellt werden soll. Und man sieht auf der rechten Seite hier auch immer gleich die Live-Information des Gerätes, was ich gerade umformatieren möchte, was ich neu einstellen möchte, sei es eine Breite eines Transportbandes zum Beispiel. Dort sehe ich immer den aktuellen Wert und sehe auch den Wert, wo ich mich hinbewegen muss, damit dieses neue Format funktioniert. Das ist also die erste Ansicht, die wir hier sehen. Und um die ganze Lösung mal zu demonstrieren,
haben wir das Ganze mal an einem kleinen Demo nachgebaut und können auch hiermit mal die Hardware ein bisschen beschreiben. Wir haben hier unser kleines Demosystem, was so eine kleine Abfüllanlage mal nachbilden soll, und haben auch hier so ein paar Simulationsmöglichkeiten von den Einstellungen, die in solch einer Abfüllanlage vielleicht vorgenommen werden können. Die Lösung selber, die Software, die wir haben, läuft auf unserem Edge Gateway, ist also immer vorinstalliert und wird mit dem Edge Gateway zusammen ausgeliefert. An dem Edge Gateway wird angeschlossen unser IO-Link Master, und an dem IO-Link Master, dort finden wir alle Sensoren, alle Devices, die für die Formatverstellungsaufgaben notwendig sind. In unserem Beispiel ist das zum Beispiel hier der Drehgeber von Baluf. Das heißt, damit wollen wir die Verstellung eines Transportbandes mal nachbilden. Dann haben wir noch unser Längenmesssystem, unseren BTL, mit dem wollen wir so die Tunnelhöhe eines Durchlauftunnels vielleicht mal überprüfen. Dann haben wir noch die Möglichkeit, Wechselteile zu identifizieren, Tauschteile zu identifizieren, die wir für unterschiedliche Formate vielleicht brauchen. Das machen wir hier mit unserem RFID-Schreiblesekopf, der unterschiedlichste RFID-Tags hier auslesen kann, die auf den entsprechenden Wechselteilen aufgebracht werden könnten. Und zum guten Schluss wollen wir dann auch noch überprüfen, ob dieses Wechselteil denn auch richtig positioniert ist, richtig eingebaut wurde. Das machen wir mit einem induktiven Abstandssensor hier. Stefan, du hast jetzt einige Sensoren vorgestellt. Kann man denn noch weitere Produkte in der Lösung verwenden? Ja, im ersten Schritt haben wir schon eine ziemlich große Auswahl von möglichen Komponenten, möglichen Sensoren und Devices, die wir mit dem System verwenden können. Aber da das gesamte System ja auf dem offenen IO-Link-Standard basiert, ist natürlich das Ziel, dass wir in Zukunft auch die gesamte Produktpalette der IO-Link-Komponenten mit ins System integrieren können. Okay, und ich sehe hier noch ein schönes Licht. Was hat es damit auf sich? Ja, das ist unsere sogenannte Smart Light, und die wird uns gleich permanent durch den Formatverstellungsprozess begleiten und uns immer anzeigen, in welchem Status ich mich gerade befinde. Ist die Formatverstellung abgeschlossen? Gibt es noch Schritte, die noch nicht ausgeführt worden sind? Ist irgendwo vielleicht ein Fehler aufgetreten? Das alles werden wir an der Smart Light dann visuell erkennen können und unter anderem eben auch in der Software. Ja, dann lass uns doch direkt mal mit der Software einsteigen. Ja, sehen wir uns das mal an, wie denn solch eine Formatverstellung laufen könnte. Dazu schalten wir um in unsere Guided Changeover Software. Und das, was wir hier sehen, ist gleich der Bedienerbereich. Das ist der Bereich, den der Bediener dann nutzen kann. Wir sehen, wir haben zwei Möglichkeiten: einmal ein bestehendes, laufendes Format zu überwachen oder eben eine Produktauswahl oder eine Formatauswahl zu treffen. Wenn wir das machen, dann sehen wir, hier sind jetzt schon vier unterschiedliche Formate hinterlegt. Abfüllanlage, es gibt die Möglichkeit, unterschiedlichste Flaschengrößen abzufüllen. 0,33, 0,5, 1 Liter und so weiter. Und wir gehen mal davon aus, nächster Auftrag heißt, halbe Liter Flaschen abzufüllen. Dieses Format muss jetzt eingestellt werden, das heißt, der Bediener wählt dieses Feld der 0,5 Liter Flaschen, und ich sehe gleich, wie viele Aufgaben insgesamt denn erfüllt werden müssen, was alles gemacht werden muss, um dieses Format einzustellen. Sobald ich jetzt auf Start drücke, sehen wir, wie schon versprochen, dass die Smart Light uns hier anzeigt, jetzt ist ein neues Format angewählt worden, aber es ist noch nicht komplett eingerichtet, noch nicht komplett durchlaufen, noch nicht alle Einstellungen sind erfolgreich durchgeführt worden. Was wir als erstes machen müssen, sagt uns die Software, zum Beispiel hier die Breite des Transportbandes muss eingestellt werden. Unterstützend ein Applikationsbild könnte hier auftauchen, ja, dass man sagt, wo müssen denn diese Einstellungen durchgeführt werden. Und auf der rechten Seite, auch das eben schon angesprochen, sehen wir immer den Live-Wert. Wie ist denn der aktuelle Wert, ja, dieses
Transportbandes und wo muss ich hin? Aktueller Wert ist viel zu niedrig, sehen wir gerade. Wahrscheinlich sind vorher die kleinen Flaschen abgefüllt worden. Ja, deswegen sind die Dimensionen alle ein wenig kleiner. Unser Zielwert liegt jetzt hier bei 70. Und das stellen wir ein mit dem Drehgeber. Und wenn ich diesen Bereich eingestellt habe, dann sagt mir einmal meine Komponente, dass die Einstellung erfolgreich war, und auch die Software sagt, dieser Schritt ist erfolgreich durchgeführt worden, und ich kann weiterklicken zum nächsten Schritt. Jetzt haben wir hier eine Tunnelhöhe, einen Durchlauftunnel innerhalb der Anlage. Auch da ist der aktuelle Wert zu niedrig, der muss also erhöht werden. Das haben wir gesagt, machen wir mit unserem Messsystem hier. Und wenn ich hier entsprechend diese Höhe verstelle, dann bin ich hier in meinem Toleranzbereich und kann auch hier weiter auf den nächsten Schritt klicken. Der nächste Schritt ist ein Schritt, in dem ich keine Sensoreinstellungen durchführen muss, sondern es ist einfach eher eine Erinnerung an den Bediener. Material prüfen, ist denn auch genug Material vorhanden? Hier geht es eben um die Flaschen, genügend Material an der Stelle. Wenn das der Fall ist, klicke ich einfach unten auf Erledigt und kann zum nächsten Schritt. Jetzt geht es um die Transporteinheiten, die sich ja auch ändern. Je nach Flaschengröße werden unterschiedlichste Transporteinheiten verwendet. Hier ein kleines Beispielbild, wie das aussehen könnte. Wir sehen hier, im Moment ist noch ein falsches Tauschteil eingesetzt. Wie gesagt, wahrscheinlich durch die kleinen Flaschen, die bisher abgefüllt wurden. Das kontrollieren wir ja mit unserem RFID-Schreiblesekopf. Wenn wir dieses Tauschteil jetzt ausbauen, kriegen wir als erstes mal die Meldung, dass jetzt im Moment gar kein Tauschteil verwendet wird. Auch eine wichtige Information. Und wir setzen jetzt ein, dass die Transporteinheit für die großen Flaschen. Richtiges Tauschteil und kann auf Weiter klicken. Zum Abschluss wird jetzt noch überprüft, ob dieses Tauschteil auch richtig eingebaut wurde, richtig positioniert wurde. Das wollen wir ja mit unserem induktiven Sensor hier überprüfen. Da ist der Abstand im Moment ein wenig zu gering, also auch hier zu kleine Dimensionen. Wenn ich jetzt das Tauschteil wieder richtig positioniere, dann sagt mir die Software auch hier alles in Ordnung und ich kann weiterklicken. So, das waren eigentlich schon alle Schritte, die ich für dieses Format durchführen musste. Ich kriege eine kleine Zusammenfassung als Bediener am Ende. 5 Aufgaben, alle erledigt, nichts übersprungen. Und sobald ich dann auf Abschluss klicke, werden wir an der Smartlight sehen. Jetzt heißt es, okay, für dieses gewählte Format alle Schritte richtig durchgeführt, alle Werte im Toleranzbereich und die Produktion kann starten. So, jetzt sehe ich hier im Überwachungsbereich, alles ist grün. Das heißt, alles ist korrekt eingestellt. So ist es, ja. Was passiert denn, wenn ich jetzt aus Versehen etwas verstelle? Ja, auch das kann die Software überwachen und auch die Smartlight, wenn sich durch mechanische Bedingungen etwas ändert. Ja, wir simulieren das vielleicht mal an unserem Transportband. Ja, diese Einstellung wird jetzt hier verändert. Dann wird mir das automatisch durch die Smartlight angezeigt, sagt in dem gewählten Format, da stimmt jetzt ein Wert nicht. Ja, also hier eine visuelle Meldung und auch auf unserer Software kriege ich diese Information, indem dieser Bereich jetzt hier rot dargestellt ist, als Information, da stimmt etwas nicht. Als Bediener kann ich dort gleich reinklicken und kriege dann auch sofort die Information, was denn nicht stimmt. Ja, nämlich die Breite des Transportbandes. Das kann ich anwählen und werde sofort wieder in den richtigen Bereich geführt, ja, an dem die Breite dieses Transportbandes eingestellt wird, und sehe, aha, der aktuelle Wert ist ja viel zu hoch, den muss ich wieder nachjustieren, damit das wieder stimmt von der Einstellung her. Und sobald ich im Toleranzbereich mich befinde, sagt mir die Software wieder alles in Ordnung und auch meine Smartlight sagt, okay, jetzt ist das gewählte Format wieder komplett richtig eingestellt und es kann weitergehen. Dann gehe ich mal zurück zum Monitoring. Mhm. So, jetzt möchte ich solche Arbeitsanweisungen erstellen, weil ich zum Beispiel ein Sonderformat produzieren möchte. Wie geht das?
Genau, dazu gehen wir in die Software und zwar in einen anderen Bereich, in dem Bereich, in dem ich diese Einstellungen, diese Rezepte, Formate einstellen oder auch anlegen kann. Das kann nicht jeder machen, dazu muss ich mich erst einmal einloggen. Es gibt also auch eine Benutzerverwaltung innerhalb der Software. Und wenn ich mich hier entsprechend anmelde, dann habe ich die Möglichkeit, innerhalb der Software auch zum Beispiel neue Hardware zu konfigurieren, Komponenten hinzuzufügen, neue Tauschteile anzulegen, neue Transporteinheiten zum Beispiel mit einzulernen oder eben auch eine Produktkonfiguration, also ein neues Format anzulegen. Wenn ich den Bereich anwähle, dann sehe ich die Formate, die bisher angelegt worden sind, ja, die vier unterschiedlichen Bereiche, 0,33, 0,5, 1 Liter Flaschen und so weiter, das sind die Formate, die hier existieren. Und jetzt kommt es zu der Sondergröße zum Beispiel, ich brauche ein neues Format, ja, das kann jetzt hier mit angelegt werden. Ich gehe einfach auf Hinzufügen, gebe dem neuen Format einen Namen, sagen wir Sondergröße. Ich kann ein entsprechendes Bild auch noch mit hochladen, ja, wenn das sinnvoll ist und hilfreich. Und dann sehe ich hier unten mein neues Format, die Sondergröße. Wenn jetzt die Schritte mehr oder weniger die gleichen sind, die ich in diesem neuen Format durchführen muss. Also ich muss auch hier die Transportbandbreite kontrollieren. Ich muss auch hier die Tunnelgröße kontrollieren. Ich muss ein neues Tauschteil einsetzen und auch hier die Position kontrollieren. Die Schritte sind eigentlich die gleichen, nur die Dimensionen ändern sich. Ja, die Werte ändern sich. Dann kann ich mir das Leben einfacher machen. Ich nehme einfach ein entsprechendes Format, was schon angelegt wurde und sehe, so sieht es dann aus, wenn dieses Format angelegt wurde. Diese einzelnen Schritte, die ich selbst alle definieren kann, die sind hier schon vorhanden und jetzt dupliziere ich diese Schritte einfach und sage, diese Schritte möchte ich genauso auch wiederfinden in meinem neuen Format Sondergröße. So, und wenn ich jetzt in dieses Format Sondergröße mal reingehe, dann sehe ich tatsächlich, alle Schritte sind schon da. Ja. Das, was ich natürlich jetzt noch machen muss, sind die Dimensionen zu ändern. Dazu wollen wir kurz das laufende Format mal anhalten und gehen in unsere Sondergröße hinein. So, wie kann ich jetzt die einzelnen Dimensionen anpassen, zum Beispiel die Breite des Transportbandes? Da gehe ich zum Beispiel zu meiner Hardware und kann sofort den aktuellen Wert oder den passenden Wert, den ich hier an meiner Hardware einstelle, ja, sage, das ist das, die neue Breite des Transportbandes, wenn ich diese Sondergröße abfülle, ja, dann kann ich den Wert auch sofort über die Software einlesen. Das können wir mal machen, einlernen und sehe hier, aha, das ist jetzt der neue Zielwert. Wenn es auch hier um Toleranzen geht, ja, dass ich nicht so ganz genau diesen Wert immer einstellen kann, kann ich Toleranzen auch per Hand nachbessern, genau, und die Werte entsprechend abspeichern. Ah, so, ja. Ein Fehler. Genau, hier ist jetzt ein Fehler passiert. Der untere Grenzwert ist größer als der Zielwert selber. Das kann natürlich nicht sein. Und so intelligent ist dann die Software auch, dass sie solche unlogischen Bereiche dann auch rausfindet und gleich meldet. So, das passen wir an, genau, und haben den ersten Wert schon entsprechend angepasst. Das können wir mit der Tunnelhöhe vielleicht auch nochmal machen. Tunnelhöhe, die wir ja hier über unser messendes System einstellen. Auch hier könnten wir den aktuellen Wert, den passenden Wert mal einlernen. Der ist jetzt nicht mehr bei 14, sondern nur noch bei 11. Geben dann noch die oberen und unteren Grenzwerte ein und können auch das abspeichern. Genau, vielleicht zur Ergänzung, ich kann den Zielwert selbstverständlich auch per Hand eingeben. Das ist gar kein Problem. Genau, wenn ich die Werte habe, wenn ich die Werte kenne, dann kann ich die natürlich alle auch schon eingeben. Ich kann auch Applikationen natürlich offline erstellen und die später dann ins Programm integrieren. Das sind alles Möglichkeiten, die ich habe. Genau. Dann gehen wir mal zurück zur Produktkonfiguration. Mhm.
Wir haben das Rezept jetzt erstellt. Es ist aber noch nicht freigegeben. Der Sinn dahinter ist, dass ein Mitarbeiter nur die freigegebenen Rezepte auswählen kann. Um es freizuschalten, müssen wir das Produkt bearbeiten, es aktivieren und jetzt sofort kann ein Mitarbeiter damit arbeiten. Genau, dann ist es frei zur Benutzung. Der Sinn davon ist, dass ich auch Rezepte natürlich erstellen kann oder schon anlegen kann, die noch nicht ganz fertig sind. Ja, ich kann sie trotzdem in meiner Liste schon bearbeiten, aber für den Bediener sind sie nicht sichtbar, können also nicht angewählt werden. Ja. Genau. Ja, Stefan, wenn ich jetzt so ein System haben möchte, wie komme ich daran? Das ist praktisch genauso einfach wie die Lösung selber. Ja, wenn ich mich dafür interessiere und solch eine Lösung auch einmal einsetzen oder auch ausprobieren möchte, am einfachsten geht man auf die Balluff Homepage und dort finden wir den Bereich Guided Changeover Solution. Und hier finden Sie nochmal detaillierte Hintergrundinformationen über die Lösung selbst, über die Einsatzmöglichkeiten, ja, was alles dazugehört an Software, wie die Software strukturiert ist, welche Hardware-Komponenten eingesetzt werden können. Ja, das wird alles hier mit abgebildet und am Ende bekommen Sie ein Kontaktformular. Das füllen Sie bitte aus, schicken das ab und dann wird automatisch von unserer Seite mit Ihnen Kontakt aufgenommen und dann sprechen wir gerne mit Ihnen über mögliche Einsatzmöglichkeiten, über Ihre Applikationen, welche Version am sinnvollsten eingesetzt werden könnte, welche Komponenten ich dazu brauche. Das machen wir gerne mit Ihnen zusammen. Genau. Ja, das wäre die Guided Changeover Solution. Gut, vielen herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Sind tatsächlich auch schon einige Fragen reingekommen von unseren Zuhörern. Besonders unter den Nägeln brannt wohl die Frage, welches Betriebssystem unterstützt die Software denn? Das Betriebssystem, wir haben es ja eben erwähnt, die Software wird immer vorinstalliert auf dem Edge Gateway ausgeliefert. Auf dem Edge Gateway haben wir ein Linux-Betriebssystem, aber es ist nicht möglich, dass wir die Software einzeln installieren auf anderen Hardware-Plattformen zum Beispiel, sondern das ist immer fest vorinstalliert auf dem Edge Gateway und da haben wir ein Linux-Betriebssystem. Ja. Okay. Die nächste Frage, die wir hier reinbekommen haben, lautet, wie viele Wechselteile oder verschiedene Formate kann sich die Lösung denn merken? Da sind wir völlig frei. Also so viele Formate, wie Sie brauchen auf Ihrer Linie. Und auch bei der Anzahl der Tauschteile und der Verstellpunkte sind wir sehr flexibel. Die Frage wurde jetzt eigentlich schon so ein kleines bisschen beantwortet, die nächste. Und zwar war das, woher die Software die Informationen bekommt für die verschiedenen Formate. Ist das alles per Hand oder ist es auch vorinstallierte Pakete dabei? Vorinstallierte Pakete haben wir noch nicht mit drin. Das ist allerdings ein guter Punkt, ja, dass wir verschiedene Beispiele schon mal mit ablegen könnten, ist im Moment noch nicht drin. Alle Formate, die wir da haben, die werden von Hand selber vom Ersteller eingegeben. Ja. Ist also komplett individualisiert, ist auch gut. Ja, genau. könnte man die Lösung ausprobieren? Ja, ein guter Punkt. Wir haben dafür extra ein Evaluation Kit, das Sie günstig bei uns erwerben können. Das beinhaltet das Edge Gateway mit der Software, 6 Sensoren, eine schöne Smart Light und dann noch ein kleines Licht, unseren Smart Light Indicator. Und damit können Sie einfach mal ausprobieren, wie das Ganze funktioniert. Wenn es Ihnen gefällt, besteht dann die Möglichkeit, das Ganze auszubauen. Und auch die Frage wurde ja schon ein kleines bisschen beantwortet. Wie viele Einstellpunkte können denn insgesamt ungefähr betrieben werden? Was haben Sie ja gesagt, das ist relativ frei. Es ist relativ frei von der Anzahl der Rezepte, der Formate. Ja, die ist praktisch unbegrenzt. Für die Einstellpunkte, also die Hardware, die dahinter liegt, da haben wir verschiedene Abstufungen. Es gibt die Lösung für bis zu 8 Komponenten, also 8 Sensoren, die ich anschließen kann und dann 32, 64 oder auch da wieder unlimitiert. Also da haben wir 4 verschiedene Varianten, die wir anbieten können. In Ordnung.
Für welche Branchen? Wir haben jetzt ein besonderes im Lebensmittelbereich gehabt. Ist da auch eine andere Branche noch interessant? Pharma, Lebensmittel, Verpackung, Lebensmittel haben wir ja schon. Ja, allerdings. Also Formatverstellung finden wir in ganz, ganz vielen Bereichen. Und die Lösung, die die Software bietet, durch diese einzelnen Schritte durchzuführen, ist durchaus nicht begrenzt nur auf einen bestimmten Industriebereich. Ja, natürlich finden wir im Packaging-Bereich diese Formatverstellung am allerhäufigsten, aber wenn wir auch zum Beispiel an die Reifenindustrie denken, ja, wie viele verschiedene Reifengrößen dort auf ein und derselben Anlage produziert werden, auch da finden wir eine ganze Menge an Formatverstellungsaufgaben. Also man kann sagen, überall dort, wo Formate verstellt werden müssen, passt diese Lösung. Sehr gut. Und dann kommen wir jetzt auch schon zur letzten Frage tatsächlich. Und zwar hat jemand Interesse an der Lösung? Wen kann man sich denn da wenden direkt? Ja, Sie können uns direkt anschreiben. Die E-Mail-Adresse haben Sie ja jetzt erhalten oder eben wie gezeigt über unser Kontaktformular auf der Homepage. Sehr gut. Dann bedanke ich noch einmal ganz herzlich, Stefan Ellen, für euren Beitrag heute. Ich bedanke mich natürlich auch bei allen unseren Zuhörern heute, dass sie dabei waren, dass sie mitmachen. Wir haben jetzt einen spannenden Vortrag schon hinter uns. Ein paar hundert Speaker liegen noch vor uns der letzten 2 Wochen. Und in dem Sinne, ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag und noch viel Freude bei unserer Expo. Ja, vielen Dank Vielen auch von Dank. unserer Seite. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.